So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Wieder mal am Donnerstag. Raid am Mittwoch am Donnerstag. So könnte ich das Format also auch nennen. Eigentlich, dass er immer wieder verspätet kommt, dadurch, dass meistens am Mittwoch irgendwas Neues kommt, Neues passiert, entweder ein Event losgeht oder ein neuer Raid-Boss kommt. Ich glaube, es ist immer so, dass ein neuer Raid-Boss am Mittwoch erscheint, beziehungsweise Dienstagabend, aber wir ihn erst Mittwoch machen können und ich dann natürlich immer den ersten Raid von mir, von dem legendären neuen Raid-Boss, hochlade. Deswegen ist immer zu Raid am Mittwoch am Donnerstag. Wir wollen aber nicht lang warten, jetzt geht's los, die Highlights der Woche wieder aus unserer Community und natürlich am Ende wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche, beziehungsweise nicht angefangen, aber deswegen habe ich vorhin das kurze Video hochgeladen noch mit einem 98%igen Dialga. Das war das letzte Dialga, was ich gemacht habe mit Jeremy, Joni und Max. Joni? Sagt man Joni? Jo? Der Jonathan? Keine Ahnung. Joni auf jeden Fall. Joni, Jeremy und Max. Mit denen habe ich das letzte Dialga gemacht, was hier bei uns war. Ein 23.02, 98%. Das werde ich maxen, sobald ich die Bonbons zusammen habe. Ich spare deswegen gerade ein bisschen auf Sonderbonbons, denn ich habe damals nicht viele gemacht von den Dingern, als die da waren. Denn erst wenn es als Shiny zurückkommt, kann man richtig loslegen. Meiner Meinung nach. Aber das macht ja eh jeder anders. Dann der Hoffi hat ein 98%iges Meltan bekommen. Mit 15, 15, 14 auf Level 30. Auch richtig gute Sache. Kommt auf 3500, wie ihr seht. Und ein 93%iges Shiny Mushas. Shinies sind immer so eine Sache. Meistens haben die schlechte IV, aber ein gut hochprozentiges Shiny zu bekommen, ist auch schon mal was wert. Hat er hier mit 93% also bekommen. Dann habe ich mal ein bisschen meinen Beutel durchwühlt und gesehen, dass ich ein Medity geklickert habe mit 386. Früher beim Kampf-Event nichts bekommen, kein einziges. Jetzt werden die nebenbei einfach mal mit dem Klicker mitgenommen. Kann man machen, gute Sache. Dann habe ich einen neuen Arena-Orden bekommen, und zwar den Glockenbrunnen. Habe ich nun endlich auf Gold, habe da ein bisschen drin gesessen und gefüttert. Der Brein war mal wieder fleißig am Brüten und da finde ich, hatte eigentlich eine relativ gute Ausbeute. Togepi früher immer sehr selten gewesen dabei, jetzt genauso wie Evonera, genauso wie Mamfaxo, Mantirps, Knospi, also das sind ja eigentlich nur seltenere Dinge und am seltensten meiner Meinung nach Mobai, denn den habe ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gehabt und Brein hat den einfach in fast jeder Ladung mit dabei. Dann haben wir noch eine Arena, die ich auch auf Gold gemacht habe, die Hausfassade mit Sonnenuhr oder wie auch immer, das war mal der Stop beim Chinamann, was jetzt eben eine Arena ist. Der Marco hat ein bisschen getauscht, erster Tausch des Tages und ein 87%iges Rayquaza bekommen. Kann er jetzt hochziehen, nutzen für den Kampf, wie auch immer. Dann war ich auf dem Weg nach Meiningen, weil ich ja eingeladen wurde zum ersten Deoxys X-Raid in der Verteidigungsform. Und auch Thema hat also eine neue Arena bekommen. Die Kirche, da habe ich gleich einen Zwischenstopp gemacht, habe die gleich mal gelb gefärbt. Hab den Screen da reingepostet und da war es also soweit. Am 28. März, 12 Uhr, war der X-Raid an der Mutter- und Kind-Arena, eingeladen von Terrorzicke. Danke dafür nochmal. Hab dann mein erstes Deoxys bekommen mit 12,83, was ich überhaupt nicht deuten konnte. Das Problem, Kalzi konnte es nicht bewerten, weil da stand noch Angriffsform dabei. Mittlerweile weiß ich, dass es 91% hat. Weil 12,83 trotzdem schon einigermaßen hoch ist, hat er ja auch den besten Satz. Terrorzicke hat es natürlich besser getroffen. Die hat zwar keinen 98er, wie zuerst vermutet, aber eben ein 96%iges. Dann können wir da die WP nochmal ansehen. Die können wir nicht, die sind oben weg. Denn das hat mit heute zu tun, mit dem heutigen X-Raid, aber das erfahrt ihr in einer anderen Folge. Dann hat der Brian aus der Feldforschung, denke ich mal, ein 98%iges Carbador bekommen. 15, 14, 15. Garados immer noch richtig cooles Pokémon, auch aus der ersten Generation. Der Zero zeigt uns hier, was mache ich damit? Der hat nämlich so viele Shiny Wablu, dass er einfach, ja, die im Prinzip schon verschicken könnte, um Platz zu kriegen, weil die ihm wahrscheinlich nie ausgehen. Manche haben noch gar keins, er hat so viele, er kann sie ja Bedürftigen verteilen. Wo wir beim Thema Shiny sind, auch der Kenny hat ein Shiny bekommen, und zwar ein Shiny Shinux mit 467, ist glaube ich sein erstes, soweit ich weiß, deswegen war da die Freude natürlich besonders groß.
Dann der Stefan Landei, der hat ja immer noch seine Aktion mit diesem No-Gym-Account, also ohne Arenen, ohne Team, ohne Raids, ohne alles, auf Level 40 zu kommen. Und der hat jetzt Level 33 erreicht. Ich muss, glaube ich, mal wieder ein Update-Video machen irgendwann. Ich glaube, bei Level 35 wollten wir ein neues Update-Video machen, was sich in der Zwischenzeit bei ihm so getan hat. Der Ismo zeigt uns, dass sein Schlotzer abgehauen ist. Also der hat einen Schlubleck als Buddy. Das ist einfach weg. Das ist einfach aus dem Bild rausgegangen. Das gibt's ja immer so Bugs und Glitches. War das bei euch auch schon mal so? Ist euer Buddy auch einfach mal abgehauen aus dem Bild raus? Beziehungsweise nicht nur der Buddy, sondern ihr selber seid ja auch nicht mehr da, ne? Einfach leerer Bildschirm. Dann hat der Brian ein Dratini, denke ich mal, ausgebrütet. Der hat in letzter Zeit ja viele Zähne-Eier gebrütet auch. Ein 93%iges Dratini bekommen mit 15 Angriff. Auch richtig gut. Besser geht's eigentlich kaum. Außer 96, 98 und 100. Aber kann man natürlich auch hochziehen. Er Linke Networks hat uns gezeigt, im Park sitzt ein Relaxo, perfekt für Arenen. Das war nämlich Level 1 und hat gerade mal 42 WP gehabt. Also das übersteht jeden Angriff. Da müsst ihr natürlich dreimal draufhauen, denn wenn ihr ein hohes reinsetzt, ihr wisst, nach einer Zeit nehmen die WP so stark ab, die Motivation. Da reicht, wenn ihr einmal angreift und dann ist das Ding komplett raus. Aber da ist sichergestellt, dass ihr wirklich dreimal Relaxo besiegen müsst, bevor es aus der Arena fliegt. Dann hat der Brian wieder mal gebrütet und diesmal ein 96%iges Alola Vulpix, auch mit 15 Angriff. Richtig gute Sache. Dann habe ich ein 98er Giratina bekommen aus dem Raid und das war auch, da habe ich einen hier auf dem Markt gemacht, wir haben noch einen am Stadtwappen gemacht und das war ein richtiger Glückstag, denn nach dem 98er Giratina ging es noch Lucky weiter, da habe ich auf dem Heimweg noch einen Radfratz gefangen als Shiny und meine Aufgabe dann abgeholt und dann noch ein Shiny Aerodactyl drin gehabt. Das erste hier, wie gesagt, war ein 1911er Giratina, aber dann ging es richtig ab eben. Mit Raffratz, mit der Aerodactyl, alles als Shiny mitgenommen. Das seht ihr jetzt nochmal, L55, die IV weiß ich jetzt gerade nicht. Aber sind egal, bei Shiny gucke ich da nicht so genau drauf. Dann der Kenny mit einem Post. Auf wie viele Boxen wird man sich wohl bis Ende des Jahres hochgearbeitet haben? Denn erst gab es ja immer nur die Superbox, Hyperbox und die Spezialbox, Superbox, Hyperbox. Dann kam plötzlich die Abenteuerbox dazu, die jetzt plötzlich drin geblieben ist, sozusagen als fester Bestandteil. Und beim Event, da unten sehe ich gerade, ist gerade der Brian vorbeigelaufen, hat hochgeguckt, als wüsste er, dass ich hier rumstehe. Dann beim Event kam noch die Eventbox dazu und ihr seht, das wird immer voller. Ist noch Platz, da kann ja noch eine super Special Hyperbox rein, damit ihr dann nochmal was zur Auswahl habt, weil kaufen geht immer. Dann ging es los auch mit dem Pflanzen-Event. Was war das? Nein, der Loturzeltag natürlich. Der Loturzeltag kam und ganz verhäuft gab es auch Formeo in freier Wildbahn zu fangen, auch als Shiny. Hat der Hobby uns hier gezeigt. 826. Gleich das erste, was er angetippt hat, war ein Shiny. Und Formeo haben richtig viele Leute bekommen, auch viele Shinies da abgegriffen. Also damit hätte ich nie gerechnet. War auch das erste Mal, dass bei einer begrenzten Forschung an so einem Tag noch ein zweites Pokémon mit im Rampenlicht steht. Da bin ich auch aufgestiegen mit Kalle zu besten Freunden. Grüße gehen raus, auch wenn ich ihn hier schon lange nicht mehr gesehen habe, lange nicht mehr gelesen habe. Dann ein kleiner Überblick, wie es nach der ersten Zeit so aussah. 4 Formeo, 3 Loturzel, damit war ich eigentlich befriedigt. Da hätte ich aufhören können, ging dann aber noch weiter. Der Joni zeigt uns noch, wer kennt das noch? Kein Pokestop. Und das war früher ja wirklich so, ihr habt nur so Grasbüschel gehabt und konntet nur erahnen, dass in der Nähe irgendwo was ist. Ihr wusstet nicht, laufe ich jetzt nach links, laufe ich jetzt nach rechts, laufe ich jetzt da hoch, laufe ich jetzt da runter. Es war total orientierungslos, ihr hättet in einem Kreis in einem bestimmten Radius so ablaufen müssen. Diesmal mit den Pokestops ist das natürlich alles einfacher. Ihr klickt drauf, lauft gezielt dahin. Ist also eine super Funktion. Wer früher noch nicht gespielt hat und weiß gar nicht, wie das aussah, sieht das hier in der Bier-Nei-Liste, sage ich immer. Die Nearby-Liste war früher einfach wirklich Schrott, da ihr einfach nicht wirklich was mit anfangen konntet. Ihr seid verrückt geworden, wenn ihr gesehen habt, in der Nähe sitzt ein Dragoran im Wildes und ihr wusstet einfach nicht wo und habt es dann nicht mehr gefunden. Der Brain aus Thema. Brain, oder sag mal Brain.
Der Brain oder der André aus Thema hat ein 98%iges Shiny Loturzel bekommen aus der Quest. Auch richtig gute Sache. Und der Fabian Browatzki ein Level 8er 100%iges Formeo. Leider kein Shiny, das wäre natürlich richtig genial gewesen. Dann habe ich ein paar Eier wieder gebrütet und habe mein allererstes Morbei bekommen. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten, aber da ist es dann gewesen. Der Ickegru hat uns aber gezeigt, wie man es macht mit hochprozentigen Shinies. Hat ein 98%iges Formeo als Shiny bekommen. Und das Ganze wurde nur noch getoppt vom linken Networks. Denn der hat ein 100% Shiny Formeo bekommen auf Level 19. Richtig gute Sache natürlich. Der Marco hat noch einen Sonnenkern gefunden, die gab es ja eben auch, viele Pokémon gab es da dazu, beim Pflanzen-Event, ja, das war ja trotzdem davor, das ist alles so verwirrend, die machen immer so viele Events, auf jeden Fall Marco einen Sonnenkern bekommen, auch richtig gutes Level, wie man sieht. Dann hat er ein bisschen getauscht und das fand ich besonders witzig. Er hat ja einen Loturzel mit 96% bekommen auf dem einen Handy und der Tauschpartner hat auch einen Loturzel mit 96% bekommen. Was für ein Zufall, denkt man sich, kann aber einmal vorkommen. Dann aber das zweite, ein Loturzel mit 93% und der Tauschpartner hat auch eins mit 93% bekommen. Das sind genau die gleichen WP. Kann man jetzt hier drauf nicht erkennen, gut 251. Und hier kann man es nur erahnen, sieht man, ach doch, da unten steht ja auch 251 in schwarz, Level 15. Also was für ein Zufall, erst zweimal ein 96er und dann zweimal ein 93er, das kann doch nicht wahr sein. Dann hat er uns noch gezeigt, ein biersüchtiges Panzer-Aeron kann man auch mal machen. Da war ich erst verwirrt, weil da ich stand und ich ist ja eigentlich jemand anderes, aber irgendwie sind die Kontakte auf dem Telefon sowieso so komplett durcheinander. Drei neue Shinies für den Grünen beim Stefan Landei, der hat nämlich auch zwei Formeo bekommen und nur Turzel und ihr seht mittlerweile, der hat einen Weilmer, der hat einen Slimer, der hat einen Radfratz, alles mehr so im grünen Look natürlich gehalten, jetzt kommen ein paar rosane Sachen dazu, aber bei dem geht es immer weiter voran und das erste garantierte 100er ohne Teamleiterbewertung, denn wenn man kein Team hat, dann kann man ja die Pokémon auch nicht bewerten, bei dem weiß er aber, dass es ein 100er ist, weil die Werte aus der Quest ja vorgegeben sind und ein 256er aus der Quest war nämlich eben ein 100%iges, deswegen kann er sich bei dem sicher sein. Mittlerweile hat er auch nach 4 Wochen 4 Legendäre bekommen, ein Lugia, Ho-Oh, Regieis und Registeel und das sieht man natürlich wieder, dass das Registeel das schlechteste ist, was man einfach eigentlich überhaupt nicht braucht. Dann am Ende des Loturzeltags sah es richtig heftig aus. So viele Formeos, die konnte man schon gar nicht mehr alle zählen. Auch bei Loturzel habe ich richtig zugeschlagen. Da gab es auch so viele. Zwei waren noch rübergetauscht. Okay, gebe ich zu. Und die Heike hat noch ein 93%iges aus der Forschung bekommen. Shiny Loturzel, auch richtig gute Sache. Bei mir aus der Forschung waren die zwei besten auch 200%ige, wie ihr hier seht. 256 auch zweimal bekommen. Gab es also trotzdem relativ häufig. Was mich dann aber überrascht hat, das Event war schon zu Ende, hat der Viand ein Shiny Loturzel ausgebrütet, das kam bei ihm aus dem Ei, ist Level 20, wie ihr seht, er hat da nichts gepusht, wäre auch sinnlos, er hat es leider schon entwickelt, trotzdem hat er die guten IV aus dem Ei übernommen, 84% steht hier und der hat das ausgebrütet, da stand er neben uns, hat uns das gezeigt, habe ich gesagt, kann er mir mal einen Screenshot dann schicken, er hat es dann schon entwickelt gehabt, aber es steht alles da, Cavalores, Shiny, Level 20, dass es das gibt, auch richtig gute Sache, so schnell da ranzukommen. Dann hat der Stefan Landei auch schon Level 34 erreicht und ihr seht, von einem Screen zum nächsten, da ist gar nicht so viel Zeit vergangen, aber der ist schon wieder aufgestiegen. Dann ging es auch los mit dem 1. April, dass das Ash Cap Pikachu in die Foto-Session involviert wurde und ihr also Bilder machen konntet, dass das euch gefotobombt hat oder auch Ash euch gefotobombt hat und ihr Pikachu auch als Shiny bekommen könntet. Sah dann ungefähr so aus. Dann gab es natürlich wieder, jetzt hat das komplett übertrieben, na endlich auf meinem Hauptaccount gerade die 50 Millionen geknackt. Jetzt ist er also Level
50 schon aufgestiegen, nicht mit dem kleinen, sondern mit dem großen. Ist natürlich fake, aber am 1. April musste man mit einigen Sachen rechnen. Da sind einige Dinge rumgegangen. Genau wie? Nein, das ist nicht fake, das ist real. Neuer Stop, Stolpersteine Rosenthal ist als Stop dazugekommen bei uns. Das ist natürlich wieder ein 1. April-Scherz. Niantic kündigt Pokémon Go Minus an. Nachdem es also das Go Plus gibt, habt ihr jetzt auch ein Go Minus, mit dem ihr eure Pokémon fangen könnt. Sieht auch aus wie ein Minus. Ganz klassisch auch als Fake natürlich das Shiny Rayquaza, was aus der Feldforschung, also aus dem Feldforschungsdurchbruch kam. Ganz genau, so sieht's aus. Und dann war ich natürlich glücklich, denn plötzlich kam auch das zweite Mobile bei mir. Nachdem ich so lange drauf gewartet habe, kam die ganze Zeit erst nichts, dann kam eins und dann kommt plötzlich schon das zweite hinterher. 91 bis 96, das haben wir nochmal genauer bewertet und haben gesehen, 3 Werte sind die besten, aber dann nur 2er Satz, deswegen 93%. Sonst hätte es ja auch ein 100er sein können, ist es aber nicht. 93%, alle 3 Werte gleich, wunderbar. Da seht ihr, habe ich sogar 2 Stück in einer Session gebrütet. Erst kriegst du gar keins und dann kriegst du 2 Stück in einer Ladung. Also ich weiß nicht, wieso das so extrem unterschiedlich ist. Und extrem ist auch das, denn der Iswo, als ich mit dem da die Fotos machen wollte auf seinem Account, damit er auch Pikachu kriegt und wir vielleicht gucken können, ob jemand einen Shiny rauszieht, hat er einfach mal 1732 Pokebälle gehabt. Was geht ab bei dem? Keine anderen Bälle mehr, die habe ich nämlich alle verschossen dann aus Versehen. Und so hat er einfach nur 1700. Ich habe gesagt, mach doch mal ein Bild, wenn du die 2000 Pokebälle erreicht hast. Was natürlich unmöglich ist, das geht gar nicht. Sobald man nämlich irgendwo einen Raid Pass auf der Hand hat oder ein Sternstück oder ein Lokmodul oder auch nur eine Beere, geht das nicht mehr. Und irgendein Item könnt ihr gar nicht rausnehmen, was aber Platz wegnimmt und deswegen sowieso die 2000 unmöglich ist. Aber irgendwann geht's, wenn die Beutelerweiterung kommt. Die Terrorziege zeigt uns, dass das alles auch kein April-Scherz war mit dem Shiny, hat ein Bekannter heute bekommen. Es gab hier also wirklich die Shiny Pikachu mit Ash Cap. Aber sehr selten, ihr hattet sozusagen ja noch 5-mal die Möglichkeit, das zu bekommen. Beziehungsweise am nächsten Tag ging das noch eine Zeit lang, dass ihr nochmal 5 Versuche hattet. Aber ist auch schon wieder rum. Stefan Landei hat auch hier sein Shiny Grammurks fotografiert und Ash ist wieder mal reingesprungen. Und dann hat er natürlich Ash genommen und wollte den auch fangen. Der ist dann plötzlich erschienen. Auch wieder richtiger Quatsch, ne? Aber schon interessant, wie das aussieht und was passiert, wenn man den da eintütet. Hätte mich mal interessiert, im Fangbildschirm gab es ja damals auch immer schon Bilder von Chuck Norris, dass jemand Chuck Norris gefangen hat und den weiterentwickeln kann. Dann gab es noch einen neuen Stop. Neuer Stop in der Eisfelder Straße zeigt uns hier die Linsierer. Auch richtig gute Sache, genauso wie das Shiny von Crunchy, der hat nämlich ein endlich habe ich den auch aus dem Ei bekommen. Zwinger, zwinger. Der Crunchy mit einem Shiny Pichu, was natürlich auch relativ selten ist. Der Kevin Ray gleich mit einem Shiny Radfratz hinterher. Und ihr seht, Shiny Radfratz scheint wohl nicht so selten zu sein, haben welche gesagt. Das sind eigentlich bedeutungslose Shinies, weil Radfratz gibt es so oft und jederzeit. Irgendwann kommen die von alleine. Die haben deswegen bei den Sammlern jetzt nicht so einen hohen Stellenwert. Gerade läuft's, schreibt der Caddy und hat seinen Shiny Flunkiefer mit Wetterboost aus dem Zweier Raid gefischt. Auch Glückwunsch dafür, was habe ich damals 100 Jahre gebraucht, bis ich so ein Ding mal bekommen habe. Dann habe ich gesehen, bei Bubsi auf dem kleinen Account, die hat noch keinen Relaxo gehabt, saß einfach ein Relaxo am Nagelstudio. Richtig gute Sache, hat sich wahrscheinlich die Fingernägel machen lassen. Da sind wir dann auch dran vorbeigekommen, haben das eingetütet. Und dann habe ich die Woche auch ein Video hochgeladen, wie ich meinen 100% Griffel hochgezogen und entwickelt habe zu 100% Level 40 Ambidiffel. Und gefragt, ob ihr auch schon ein Ambidiffel entwickelt habt, weil so oft sieht man das nicht. Ich habe noch keinen gesehen, der das bis jetzt in der Arena gesetzt hat, aber mit 2-4, gut, ist das halt nicht so krass, obwohl es natürlich dann länger durchhält und die WP nicht so schnell abnehmen. Das war's jetzt davon erstmal. Wir melden uns gleich noch zurück mit dem Schocker der Woche.
Und der Schocker der Woche ist diesmal passend zum vergangenen Event zur Loturzel-Forschung ein 100% Shiny Loturzel aus der Quest. Der Brain hat uns gezeigt, der hat ein 98%iges bekommen. Bei Facebook habe ich einen gesehen, der hat ein 100%iges bekommen. Habe ich gesagt, okay, nehme ich in mein Video rein. Ist ja komplett ausgerastet und so. Habe ich gedacht, okay, na warte, den nehme ich nicht in mein Video mit rein. Hat er gar nicht verdient, ne? Ist ja große Ehre bei so Möchtegern-YouTuber wie Ramses im Video zu sein. Aber der Noah hat wieder mal einen Artikel bei MeinMMO veröffentlicht, hat da gezeigt, dass er selber auch ein 100%iges Shiny Loturzel bekommen hat. Deswegen mach mal lieber Werbung für den Noah und für seine Seite meinmmo.de. Seht ihr hier, auch einen Artikel, wo er das geschrieben hat. Die begrenzten Forschungen sind einfach genial. Teilt ihr meine Meinung? Den verfolge ich immer, viele schreiben immer drunter, ja, auf ja alles zuzuspammen, du Hurensohn und so, keine Ahnung, aber ich finde die Artikel meistens sehr interessant und gehe da auch respektvoll mit um. Das war's aber. Habt ihr auch ein 100% Shiny Loturzel bekommen oder nicht? Und wie fandet ihr denn den begrenzten Forschungstag mit Loturzel? Schreibt mal die Meinung nochmal unten rein. Wenn ihr was Krasses habt, dann meldet euch, könnt ihr mir zeigen, nehme ich euch auch mit rein und ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche sehen wir uns wieder am Mittwoch. Bis dahin sage ich Peace out, Vorhaut, euer Ramses.